Hallöchen und willkommen zurück hier in Evergreen Harbor. Wo sind wir denn? Wir sind bei Dasher und Veronica, natürlich in der Mystical Legacy Challenge immer noch, aber ich habe ja versprochen, in dieser Folge kümmern wir uns um die beiden und werden die unter die Haube kriegen heute, ja? Ich bin gerade schon in den Haushalt reingehüpft und habe auch gerade mal noch dafür gesorgt, dass Dasher vielleicht einmal noch befördert wurde eventuell. Und er übt gerade einen Antrag, denn die zwei haben sich ja zwar als Teenies einander versprochen, ne? Das steht auch hier noch, einander versprochen, aber sie sind natürlich noch nicht offiziell verlobt. Natürlich würde man jetzt eigentlich mehr Abstand dazwischen haben, aber wir haben hier Dinge zu tun. Das heißt, wir werden jetzt in diesem Part einfach, wenn Veronica gleich von der Arbeit kommt, den Antrag machen und dann direkt die Hochzeit organisieren. Es ist auch Freitag, also optimal am nächsten Tag direkt am Wochenende Hochzeit. Hier werden Nägel mit Köppen gemacht. Ich mache den Antrag letztendlich auch eigentlich nur, damit wir sozusagen halt einfach die Hochzeit machen können, weil die haben sich ja schon als Teenies einander versprochen, ne? Also von daher ist ja klar, was hier passieren wird. So, dann können wir mal so lange gucken noch, was Dasher hier noch zu tun hätte. Er müsste vielleicht eine Rede üben. Das können wir ihn einfach mal machen lassen. Und dann hoffe ich auf jeden Fall, dass Veronica gleich zurückkommt, dass sie nicht mehr so lange auf der Arbeit ist. Wie lange hat sie denn noch? Bis 18 Uhr, ist ja ganz schön lang, ne? Ist ja ganz schön lang. Ist egal, kriegen wir rum die Zeit. Gar kein Problem. Und wie können wir das da machen? Erfolgreich Anliegen voranbringen. Also in der Bude hier von den beiden ist auch immer noch alles tipptopp, ne? Die wohnen hier ganz schnuckelig miteinander, alles subi. Hier wäre auch theoretisch Platz für ein Kinderzimmer. Falls wir das irgendwann nochmal möchten oder so. Ich kann ja sonst noch einstellen irgendwie, dass die zwei dann, wenn sie verheiratet sind, dass Dasher oder Veronica halt fragt, dass sie aufhören, Verhütungen zu verwenden. Also das heißt, dass sie theoretisch ja vielleicht dann auch Kinder bekommen könnten, ne? Das können wir ja mal gucken. Guck mal, hier laufen Leute rum, da kannst du dich ja vielleicht mal vorstellen bei Trace. Und dann vielleicht irgendwie deine Politikkarriere hier irgendwie vorantreiben. So, lass mal gerade, stell ich mal lustig vor. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Kannst du das machen, Dasher? Das wäre voll toll. Das wäre voll toll. Fabulös wäre das. Fabulös. Oh, ihr geht's ganz schön schlecht. Sie ist wütend. Wegen einer Drama-SMS. Oh, hi. Und Selina läuft nackig hier rum. Na, das ist ja schon mal ein Traum. Das ist ja ein Traum. Nee, das ist die falsche Person. Der falsche Sim hier. Guck mal. Können wir, was müssen wir denn hier? Nee, das wollte ich nicht. Wir müssen irgendwas gucken wegen, erzähl mal eine unglaubliche Geschichte. Wegen der Politikkarriere ist doch, ne? Also ich bringe jetzt nur gerade ein bisschen die Zeit rum, bis Zweck wählen, okay? Genau, also wir verbringen jetzt einfach nur hier ein bisschen die Zeit, bis Veronica wieder da ist. Und dann werden wir den Antrag machen und am nächsten Tag einfach direkt die Hochzeit. Irgendwie funktioniert das nicht. Sprechen Sie einfach mal ein bisschen über Politik. Und hier bei ihm kannst du dich ja sonst auch mal freundlich vorstellen. Kriegen wir hin. Aber wie gesagt, das ist jetzt reines Geplänkel hier. Reines Geplänkel. Achso, ich muss bei ihm vielleicht noch erst was auswählen. Bei ihm müssen wir vielleicht den Zweck erst noch auswählen. Zweck wählen, hier. Alle für einwählen, für die Bäume sprechen, Stiftung für weniger Unfug, Vereinigte Welt, Simoleons für alle. Vereinigte Welt klingt doch schön. Vereinigte Welt klingt doch schön. Supi. Das klingt nach Dasher. Das klingt nach Dasher. Unser Guder. Unterstützung sammeln. Und hier müssen wir dann auch einmal quasi Unterstützung sammeln, ne? Unterstützung sammeln. Das machen wir mal. Supi. Fühlt sich motiviert, ebenfalls zu handeln. Na, ist ja doll. Ist ja doll. Wo ist unser Haus? Wo ist unser Haus? Kann ich da nicht irgendwo da? So. Wo ist die Hütte? Da ist die Hütte. Guck mal, da steht irgendjemand vor unserer Tür und spielt Gitarre. Ist ja Traum. So, dann gehen Sie mal schnell bitte einfach einmal groß. Dann könntest du ja, guck mal, du könntest ja vielleicht irgendwas Schönes kochen für deine Süße. Wenn die von der Arbeit kommt, dann hat die direkt jetzt Tofu-Tacos. Was zu futtern. Weil er hat nämlich auch sowieso Hunger. Perfekt. Ich finde es ja wirklich schön, dass man einfach mal wieder so ein bisschen halt bei denen ist. Das können wir halt in der gesamten Legacy-Challenge eigentlich immer wieder so machen.
Das Leben genießen. Ach, wie schön. Eau de Cologne Grapefruit Duft. Wow. Also er ist auf jeden Fall fresh, er ist motiviert, er ist glücklich, er ist furchtlos und sicher, dass Veronica den Antrag annehmen wird. Also wenn die jetzt sagt, nee, dann haben wir natürlich ein Problem. Aber ich gehe ehrlich gesagt auch davon aus. Ne? Bei den beiden ist ja alles in Buddha, ne? Guck mal hier, alles in Buddha. Und genau, auf jeden Fall ist das ja schön, dass wenn man halt über so viele verschiedene Generationen halt spielt und dann auch irgendwann so viele Kinder links und rechts hat, dann kann man immer mal wieder halt in die Haushalte hüpfen. Ich finde das voll cool. Und ich hoffe halt, dass euch diese kleine Spin-Off-Folge auch gefallen wird. Aber ich gehe mal davon aus. Ich war übrigens vorhin, er denkt nämlich gerade an seinen Vater, ich war extra noch vorhin im anderen Haushalt und habe Daniel als unsterblich kurzfristig markiert. Das nehmen wir natürlich zur nächsten Folge wieder raus, weil das nämlich zu Recht eine von euch in die Kommentare geschrieben hatte. Danke nochmal für die Erinnerung. Nicht, dass uns halt Daniel einfach dann wegstirbt. Das wäre halt echt nicht cool. Und vor allem wäre es auch nicht cool, wenn er auf der Hochzeit stirbt. Ja, also so viel Nachhelfen muss erlaubt sein, ne? Dasha, ja, ist okay. Veronica ist ja jetzt auch gleich schon da. Super. Guck mal, Girl. Dasha, du kannst ja mal hier zum Essen rufen. Ich habe gekocht. Oh, guck immer, wie schön die zwei hier. Wie schön. Da sitzen die einfach ganz glücklich hier und schnacken eine Runde. Sie kommt vom Job. Sie ist ja Bauplanungsingenieurin. Und ich finde das voll schön, muss ich sagen. Ah nee, das ist ja sie selbst. Ich wollte Dasha romantisch sein lassen. Sei mal ein bisschen, tratsch mal mit ihr. Erzähl mal halt so, hey, war ein cooler Tag. Ich habe ein paar Unterstützer für mein Vorhaben gefunden. Flirte mal eine Runde mit ihr. Schwärm mal vom Essen. Und promote auch mal bei ihr deinen Zweck. Ne? Sagst du mal Bescheid. Sie findet das ja eh toll, was er macht. War schöner noch ihren Tag. Und den Nachbar, den ignorieren wir einfach. Und dann ewige Liebe erklären. Und dann schlabbern wir sie nochmal genüsslich ab. Und dann machen wir gleich den Antrag. So. Küssen. Und danach machen wir den Antrag und stellen die Frage aller Fragen, Leute. Und dann gibt es am nächsten Tag direkt eine Hochzeit. Und wir müssen natürlich für Veronica selbstverfreilich das Kleid aussuchen. Das machen wir gemeinsam, Leute. Es ist soweit. Oh, natürlich sagt sie ja. Was anderes habe ich nicht erwartet. Oh, guckt euch die zwei Süßen an. Guckt euch das an, ihr Schnuggels. So, auf geht's in die Kiste. Und ihr dürft auch direkt neben Baby machen wir noch nicht. Wir machen erstmal ein Techtelmechtel. Und dann können die zwei auch einfach direkt schlafen. Müsste... Hey, Dasha, hast du vergessen, dass ich heute eine Junggesellenparty für dich mein Gott, eine Junggesellenparty, ja bitte. Aber ist ja schon geil. Wir haben uns gerade erst verlobt und dann ruft Daniel an und sagt, hier komm, Junggesellenparty. Also sorry, aber da müssen wir leider hin, ne? Jetzt wollte ich ihn eigentlich ein Techtelmechtel machen mit seiner Süßen, machen lassen. Okay, wir nehmen unsere Kumpels mit, die natürlich alle nicht umgestylt sind, aber ist egal. Sehr geil. Sehr, sehr geil, Leute. Großartig. Ja, okay, es sind nur die Kumpels. Wir nehmen nur so Kumpels mit. Hier, und den wir gerade noch neu kennengelernt haben. Yo. Raphael Zulito ist einfach Senior geworden, Leute. Okay, also sorry, not sorry, aber das müssen wir ja einfach safe machen, oder? Geil. Das ist eh gut, weil wir müssen ja vor der Hochzeit noch, ach Gott, wir müssen am nächsten Morgen erstmal noch hinreisen aufs Familiengrundstück, damit wir nämlich noch die Kids halt als Blumenkinder einteilen können und ja, wen nehmen wir denn als Trauzeugen? Ich denke mal, wahrscheinlich würde er seine Schwester nehmen. Es ist Ladies' Night. Wir fühlen uns diskriminiert, Leute. Ladies' Night ist eigentlich nicht das, was wir wollten. So, dann bestell doch mal ein Getränk für die Gruppe. Achso, können wir nicht... Sind wir nicht eine Gruppe? Es klappt ja hervorragend. Okay, Moment, stopp. Wir müssen erstmal alle zu einer Gruppe hinzufügen. Bei der Veranstaltung. Wir können auch... Yo, wir können natürlich auch einen Kumpel von ihm fragen. Aber dann müsste ich den eigentlich auch noch umstylen. Habe ich da Lust drauf? Nein, habe ich absolut keine Lust drauf. Aktion. Erstmal gerade zur Runde hinzufügen. Dann Baby Villarreal. Zur Runde hinzufügen. Wo ist
Trace haben wir auch eingeladen. Den werden wir zur Runde hinzufügen. Und wo ist Daniel? Wo ist Daddy? Wo ist er? Ist er das? Nö. Das ist ein exotischer Tänzer. Da ist ja schon wild, Leute. Ist ja wild. Ich weiß jetzt gerade leider nicht, wo Daniel ist, aber okay. Dann bestellen wir mal ein Getränk für die Gruppe und ich glaube, die Jungs, die würden sich ein Bierchen kippen. Hier, guck mal, ein Weißbier. Die schätze ich so wie die klassischen Biertrinker ein. So, wo ist denn jetzt Daniel, bitte? Ach, er ist jetzt gar nicht da. Na, das ist ja dumm. Dann laden wir ihn mal noch ein. Und dann laden wir auch noch hier Veronikas Bruder ein, Maurice. Und seine Stiefgeschwister kennt er ja gar nicht, ne? Oh Mann, das ist bitter. Daniel wird gleich da sein. Ja, das ist schon mal supi. Das ist schon mal Jod, weil eigentlich war er ja auch derjenige. Und jetzt Baby ist gespawnt, ne? Das ist Trace. Das ist ein exotischer Tänzer. Das klappt wieder absolut hervorragend. Maurice wird auch gleich da sein. Dann laden wir ihn auch nochmal ein. Wo ist Daniel? Das ist Juli. Ach so, er ist jetzt auch bei unserer Veranstaltung. Den haben wir gar nicht eingeladen, aber ist okay. Laufen die wieder alle hier nackig rum. Also die haben jetzt auf jeden Fall mal hier eine coole Zeit. Offiziant. Was ist denn der Schwärme mal von der bevorstehenden Hochzeit. Dann wird Zeus einfach unser Trauzeug. Oder machen wir seine Schwester? Ah! Also ich glaube, wir bleiben so inner Circle. Ich glaube, wir bleiben so inner Circle. Wir werden so wirklich so die richtig eklige Family. Einfach, weil wir das alles nur irgendwie unter uns machen. Und von daher würde ich sagen, wir machen das einfach so, dass wir tatsächlich Noelia, Trauzeugin, Offiziant, Daniel oder Selina, müssen wir mal gucken. Und Blumenkind wird Blanche. Oder Angela. Angela könnten wir auch zum Blumenkind machen. Würde ich auch süß finden. Ist jetzt schwierig bei so vielen Geschwistern, ne? Man will es natürlich. Ah, einen Ringträger brauchen wir auch noch. Ah, schwierig. Jetzt würde ich gerne allen irgendwie einen Job geben, aber das wird natürlich nicht funktionieren. Wo ist denn Daniel jetzt eigentlich? Ist er jetzt da? Kommst du her, Daddy? Wir wollten. Das war deine Idee. Kann es kaum abwarten. Ja, er kann es kaum abwarten. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Ich weiß gar nicht, wo er abhängt und so überhaupt. Aber ist okay. Gib mal auch da nochmal deine Verlobung bekannt und schwärm nochmal von der Hochzeit. Nee, einen Witz machen wir nicht über die Hochzeit. Wir nehmen das alles sehr ernst hier. Schwärmen. Also ich glaube, Daniel taucht irgendwie witzigerweise hier gar nicht mehr auf. Ich war zwar eigentlich seine Idee, aber ist okay, ne? Ist okay. Ist in Ordnung. Dann funktioniert das halt leider nicht. Dann funktioniert das leider nicht. Achso, es arbeitet leider niemand mehr an der Bar. Das ist natürlich auch richtig super. Wir übertreiben es jetzt aber nicht hier mit dem Junggesellenabschied. Er hat ja noch sein Bierchen. So, die heben jetzt einfach nur hier so ein Bier. Und dann ist gut. Und das hier ist eine exotische Tänzerin oder was? Ach, sie ist bei der Veranstaltung. Sie feiert ab. Sie ist dabei. Sie findet es richtig geil. Und er hat einen guten Ruf. Das ist sehr schön. Er ist halt auch ein Guder, ne? Er ist ein Guder. Also Daniel wird irgendwie nicht mehr auftauchen, habe ich das Gefühl. Guck gerade nochmal. Nee. Irgendwie nicht. Ist egal. Ist nicht so schlimm. Dann hat er einfach ihn nur erinnert, so, hey, ne, vergiss nicht, die Jungs. Ja, er schläft. Yo. Die Jungs sind in der Bar, die warten auf dich. Ich habe denen allen Bescheid gesagt, ne? Vergiss die nicht. So. Dann bestellen wir uns noch ein Bierchen für die Gruppe. Ein Weißbier nochmal für die Gruppe. Und dann flitzt er auch schon nach Hause zu seiner Süßen. Die hat natürlich auch, die hat eine Mädelsparty gemacht, ne? Sagen wir es einfach so. Und wir hätten natürlich jetzt durch das Hochzeitspack und so, können wir ja auch richtige Junggesellenabschiede machen. Wir können Verlobungsessen machen und so weiter. Das weiß ich alles. Ich möchte aber das lieber mal noch mit einem Hauptcharakter voll auskosten. Also zum Beispiel halt mit Angela oder so. Anstatt, dass wir das jetzt hier so in Hetze-Hetze mit Dasha und Veronica machen. Weil ich möchte diese Hochzeit ganz gerne so in einer Folge machen. Ne? Also das ist halt, ja, ist doch Bescheid. Ne? So, er ist eh schon müde. Dasha, ach so, Reisen nicht möglich. War toll.
War richtig toll, Jungs. Wir sehen uns morgen auf der Hochzeit. Wir laden die auch alle ein und flitzen jetzt wieder nach Hause. So, erstmal nach Evergreen Harbor, nach Hause zu unserer Süßen. Und ihr bleibt bitte alle, wo ihr seid. Dankeschön. Und dann machen wir noch ein Tasche Mashtel. Und am nächsten Morgen kleiden wir die zwei für die Hochzeit ein. Schön. Drink du jour ist heute übrigens schönes kaltes Wasser mit Zitrone und Minze. Also, wo ist dein Schätzchen? Schatz, ich bin zu Hause. Ich war mit den Jungs einheben. Morgen ist ja unser großer Tag. Du weißt zwar noch nichts davon, aber morgen ist unser großer Tag. So, Techtelmechtel und ab in die Kiste. Ab in die Kiste. Dasha, das war nicht der Plan. Du sollst ein Techtelmechtel machen. Do it, please. Und er ist gecrashed. Alter Schwede. Macht's a Techtelmechtel. Ich versprochen, danach darfst du auch schlafen. Das musst du jetzt noch hinkriegen. Das war der Deal für den Junggesellenabschied. Du kommst mir fit nach Hause, Junge. Ah, ich bin so gemein manchmal, ich weiß. Okay, perfekt. Super, die zwei schlafen. Hervorragend. Und wie gesagt, jetzt am nächsten Morgen gönnen wir denen dann ein Umstyling. Und dann reisen wir kurz zum Samstagsfrühstück quasi. Das ist dann das Pre-Hochzeitsfrühstück zu Hause. Da werden dann alle, machen sich dann fertig, treffen sich nochmal bei der Fam und so und chillen da nochmal gemütlich eine Runde und dann geht's nach Tatosa zum Standesamt. Ach, Leute, ich bin sehr gespannt, wie das ablaufen wird. Ich bin sehr gespannt. So, er ist ready, es ist Silvester. Es ist einfach, und stimmt, Selina hat heute auch Geburtstag, ne? Oh mein Gott, aber das kriegen wir hin. Dann putz dir mal fresh die Zähne und du, Schätzekin, du musst auf Toilette. Dann erstmal schönes, großes Geschäft. Und dann nimmst du dir ein Schaumbad für deinen großen Tag. Und er hat sich nochmal hingelegt. Ist okay. Hallo? So. Gehen Sie bitte einmal schnell auf Toilette und dann ein Schaumbad. Jawohl. Jawollo! Sehr gut. Okay, Dasha geht's jetzt ansonsten. Ja, er ist noch ein bisschen müde, aber es ist 8 Uhr. Ich kipp dem zur Not sonst einen Schlafersatz rein. Das kriegen wir hin, ne? Was will er da machen? Irgendwelche Seifenblasen. Nee. Die kannst du für die Hochzeit aufheben. So, auf wie geht's, ihr zwei, ne? Aufregend. Großer Tag. So, wo ist Windenburg? Da. Auf geht's. Noch Hus aufs Perry-Grundstück. Und dann einmal mit der Family frühstücken und umstylen. Das Hochzeitskleid liegt einfach da. Man kann sich alles schön reden, ne? Ach je, ich bin gespannt, Leute. Es gab ja einige Bugfixes für das Pack, also mal schauen, ob das cremig läuft oder wie das hier abläuft oder ob das eine Katastrophe wird. Ich weiß noch nicht. Ach so, jetzt hat Veronica Schätzeken hat jetzt keinen, da müssen wir jetzt noch jemanden einladen, hier gerade hin, damit sie auch noch einen Trauzeugen und so bekommt, ne? So, Outfit wechseln. Zieh das mal bitte an, weil Nagisch ist nicht so jod. Alrighty. So, wo ist die Küche? Ach so, wir müssen ja erst anklopfen. Wir müssen erst an die Tür klopfen. Kommens bitte. Einmal an die Tür. Wir könnten den beiden auch eigentlich mal einen Wohnungsschlüssel geben, ne? Wäre sehr viel einfacher. Dasha, guck mal, wie es denen allen gut geht. Mach mal bitte ein schönes Frühstück und zwar Pfannkuchen zur Feier des Tages. Veronica, du kannst ja mal einfach hier hingehen und dann, wen möchtest du denn als Trauzeugen haben? Aria ist leider tot. Maurice, du nimmst, glaube ich, deinen Halbbruder, oder? Ja. Ist es ihr Halbbruder? Ich glaube, es ist ihr Halbbruder. Lad den mal ein und der wird dein Trauzeuge. Wird gleich da sein. Super. So, Dasha. Hast du das Frühstück? Machst du bitte die Pfannkuchen fertig? Bitte. Das dulden wir hier nicht. Ach Gott, Sebastian. Doch, wir dulden das. Du bist zwar erst das neueste Familienmitglied, aber keine Sorge, Dasha darf das. Dasha darf das. Müsste ich jetzt bitten zu gehen. Was? Nix da. Oh nein, jetzt sind die auch noch... Jetzt sind die auch noch voll... Oh no. Dasha, du bleibst... Nein! Oh no! Das ist ja voll blöd. Was mache ich denn? Ach, Quatsch.
Was mache ich denn jetzt? Kann ich jetzt wieder an die Tür klopfen? Nee. Komm später wieder. Ach du Scheiße. Ja, jetzt habe ich ja Probleme hier, Leute. Wo ist denn Veronica? Ist sie noch drin? Ja, geil. Aber ich sehe sie halt auch nicht mehr. Okay, dann... Wie geil, einfach rausgeschmissen worden, wisst ihr? Dann bitte mal hier, ihn Trauzeuge zu sein. Das kannst du ja hier draußen machen. Weißt du? Einfach rausgeschmissen, alter Schwede. Guck mal, er läuft auch hier draußen rum. Das ist super. Dann bitte mal deinen Vater Offiziant zu sein. Oh mein Gott. Sag ihm nochmal Bescheid wegen der Verlobung. Wir wurden einfach rausgeworfen, Leute. Ist das schlecht? Okay, warte kurz. Nee, nicht Blumen streuen. Ring zu tragen. Hier, Offiziant. Bitte. Ja. Ja, ich glaube, das hat auch geklappt. Das hat hoffentlich auch geklappt. Und schwärm nochmal. So, wer hüpft hier draußen rum? Das ist Sebastian. Okay, können wir jetzt vielleicht nochmal an die Tür klopfen? Oh Leute, wie schlecht. Nee, wir müssen wahrscheinlich tatsächlich einmal... Okay, warte. Okay, dann wo ist Noelia? Moment. Noelia? Kann ich sie... plaudern. So, warte. Ah nee, das ist ja anrufen. Kannst du mal rauskommen? Wir können gerade nicht ins Haus. Alter, ist das schlecht. Okay, warte mal. Kann ich hier irgendwen hierher teleportieren? Scheiße. Okay, wisst ihr... Ich weiß nicht. Verdammt! Och nö! Das läuft aber auch echt alles schief, ey. Oh Gott, das ist ja sowas von schlecht einfach nur. Dann stell dich mal bei Sebastian bitte freundlich vor. Hör mal, wir sind eigentlich eine Familie, Kollege. Wir sind eine Familie, weißt du? Ist das Selina? Das ist Selina. Okay, pass mal auf. Dann bitten wir Selina, den Ring zu tragen. Das wäre supi, warte. Wir warten jetzt einfach, bis alle hier so nacheinander quasi rauskommen. Den Ring... Ah, nee, Ring wollten wir eigentlich die Kleine machen lassen, ne? Ach Gott. Ja, komm, ich muss einmal hier weg. Schlecht einfach. Wie schlecht einfach! Nee, ich will jetzt, dass die alle... Ich will jetzt, dass die... Blanche nehmen wir mit. Und... Noelia. Ich möchte, dass die Trauzeugen und Ringträgerkind werden. Oh, wie kompliziert hätten sie ganz gerne ihre Hochzeitsfolge, Sarah? Ja. Mhm. Ein Traum. Das kann ja schon nichts werden, Leute. Das kann ja schon nichts werden. Und ich befürchte auch schon, die wird viel zu lang, die Folge. So, okay. Wir wollen nur gerade schnell Dinge erledigen. Wir sind einfach nur auf einem anderen Grundstück. Achso, und zwar hier. Trauzeugen. Schnell. Frag sie, ob sie Trauzeugin sein möchte. Möchte sie bestimmt, gell? Verlobt, ja. Ist sie jetzt Trauzeugin? Ich glaube ja, ne? Man bekommt halt, glaube ich, keine Benachrichtigung, ne? Das ist halt so blöd. Okay, und Blanche, bitte, wird Ringkind. So. Und dann haben wir, glaube ich, genug. Ich glaube, die sagen nur... Ich glaube, man bekommt nur eine Benachrichtigung, wenn die Nein sagen, richtig? Können wir hier gucken, ob da irgendwas steht? Hochzeitszeuge, jawohl. Ei, super, das hat geklappt. Perfekt. Und bei ihr? Super Geschwister, okay. Ich glaube, bei ihr hat aber auch geklappt, hoffentlich. Und bei Daniel? Papis Schatz, ach, wie süß. Und er ist auch Hochzeitszeuge? Okay. Und bei ihr, jetzt gucken wir nochmal nach Maurice. Hochzeitszeuge. Als Trauzeugen-Sim ausgewählt. Perfekt, Leute. Perfekt. Steht dann da nicht auch irgendwas? Ah, nee. Okay, hervorragend. Dann machen wir jetzt Folgendes. Jetzt geht's in den Kass. Warte, Chaos. Und dann steilen wir die zwei um. Also Selinas Geburtstag wird jetzt ein bisschen untergehen, leider.
Wir feiern den dann einfach, also sie wird höchstwahrscheinlich auf der Hochzeit altern, aber das ist nicht so schlimm, finde ich. Das ist dann halt so und dann feiern wir den Geburtstag von ihr quasi nach. Ich kriege jetzt einfach alles auf einmal, kriegen wir einfach nicht unter. So, das da ist mir persönlich ehrlich gesagt nicht schnieke genug. Wir suchen ihm einen richtig schönen Anzug raus. Irgendwas Schönes. Irgendwas Schönes, Sarah. Irgendwas Schönes. So in weiß. Das ist auch hübsch. So ganz klassisch. Aber eigentlich so mit Rot wäre schon irgendwie geil, halt so von wegen, ne, weil er ja Santas Kind ist, ne? Ich würde das, glaube ich, schon cool finden. Es gibt keine schicken Schuhe für Männer, kann das eigentlich sein? Die sehen immer fürchterlich aus. Die sehen einfach immer fürchterlich aus. Also ich finde das cool. Geil wäre es jetzt gewesen, wenn das Hemd grüne Swatches hat, aber hat es leider nicht. Jetzt suchen wir für Veronica etwas aus. Erstmal kriegst du nochmal wieder ein T-Shirt an, du armes Ding. Sarah, einfach irgendein T-Shirt für Veronica. Okay, und dann hier schick. Ach, da hat sie auch schon sowieso gar nichts mehr an. Jetzt brauchen wir für sie ein weißes Kleid, aber gerne etwas, was auch ein bisschen rot oder grün mit drin hat. Das würde voll schön passen. Wow, sowas steht ihr natürlich... Das ist natürlich auch richtig schnieke, ne? Steht ihr sehr gut, sowas. Steht ihr sehr, sehr gut. Ich bin fast am Überlegen, ob sie eventuell tatsächlich einen Hosenanzug tragen wird. Weil so Prinzessin-like, das ist sie nicht, ne? Nee, so ein kompletter Anzug finde ich auch ein bisschen zu wenig. Das gefällt mir auch nicht so. Ja, das ist zu sporty. Das steht ihr auch sehr gut. Ich meine, sowas steht ihr natürlich auch, ne? Griechische Göttin, ne? Es ist immer der ewige Struggle nach einem Hochzeitskleid, Leute. Das wird auch nie anders, ne? Das wird auch nie anders. Das steht ihr aber auch. Oder sowas. Das ist halt auch sehr leger, ne? Hübsch. Hübsch. Warte mal, lass mal gucken. Was für Farben gibt's das? Ich weiß gar nicht, ob ich sie so in weiß-weiß sehe. Ist da, ich könnte mir auch bei ihr so gut vorstellen, sie ist eher so der Creme-Typ. Okay, passt auf. Ich glaube, das da finde ich schön. Das lassen wir. Und sie kriegt halt eher so ein paar flache Schuhe. Ne? Nicht ganz so hochhackig, weil sie ist das halt nicht. Ne? Dann ziehen wir ihr vielleicht noch ein bisschen schönen Schmuck an. Ein bisschen schönen Schmuck. Was Dezentes. Sehr hübsch. Und noch eine kleine Kette dazu. Ist die mit D? Dasher. Oh. So. Veronica, ich weiß, du bist voll the natural girl, aber für deine Hochzeit können wir so ein bisschen, wollte ich sagen. Guck mal, das ist hübsch. Und ein paar Lashes kriegst du auch für deine Hochzeit, oder? Schaffen wir. Guck mal. So ganz dezent. Wieso sind eigentlich deine Augenbrauen so falsch? Die sind irgendwie viel zu dunkel. So ist schon besser. Dann kriegt sie noch einen süßen Lippenstift, aber auch was Dezentes. Ja. Das ist sehr übermalt. Das ist auch sehr übermalt. Ich glaube, es ist vielleicht eher so der Gloss-Typ. Ja, so ein schöner Gloss. Aber so ein bisschen was... So. Ja. Und vielleicht zur Feier des Tages auch ein bisschen Rouge. Hübsch. Gefällt mir gut. Jetzt gucken wir gerade mal. Lassen wir ihr die Haare? Ich glaube, wir lassen ihr die. Ich glaube, wir lassen ihr die. Sie hat hier die von S-Club. Oder halt so eine richtige Hochsteckfrisur. Das ist eine ganz andere Veronica, oder? Ganz anders. Aber irgendwie, für die Hochzeit macht man ja ein bisschen was, gell? Guck mal, das könnte man sogar glatt nehmen. Das clasht gar nicht so krass. Weil Schleier sehe ich bei ihr nicht wirklich. Das ist auch süß. Das geht an der Frisur tatsächlich auch. Guck mal hier. So mit Rot. Passend dann zu Dasher. Sehr, sehr hübsch. Okay, kriegt sie eigentlich, kriegen wir hier auch einen Strauß oder nimmt sie den dann gleich quasi dort vor Ort, kriegt sie den, oder? Wir müssten ihr den erst kaufen, ne? Oh mein Gott. Wir geben ihr den einfach hier. Dann hat sie den nämlich schon.
Weil dann muss ich ihr jetzt nicht gleich noch einen Strauß Blumen kaufen, wisst ihr? Guck mal. Schön die zwei, oder? Und er dann so in Rot. Finde ich toll. Finde ich toll, Leute. Oh wei, oh wei. Ich habe schon 32 Minuten auf dem Aufnahmetimer. Das wird eine lange Folge. Was habe ich mir auch eigentlich erwartet, dass so ein Spin-off mit einer Hochzeit, hallo, das kriegst du nicht in 20 Minuten hin. Ich habe immer Ideen, ich sage es euch, aber ich teile das jetzt nicht auf zwei Episoden auf, weil das sehe ich nicht. Wir haben jetzt hier noch nicht wirklich irgendwas gemacht, das ist ja auch blöd. So. Und ihr sollt ja wenigstens so ein bisschen Erlebnis rund um die Hochzeit haben, ne? So ein bisschen muss ja. Alrighty, also. Veronica geht jetzt zu unserem süßen Dasher. Es ist 16 Uhr, ist doch perfekt. Hochzeitsfeier planen. Au, wie geht's? Das ist doch nicht wahr, ne? Oh mein Gott, sie ist gerade in dem Moment, hatte sie auch noch Geburtstag. Wie traurig ist das bitte? Veronica, Schatz, es tut mir leid. Ich hatte einfach nicht auf dem Schirm, dass du dann auch noch... Oh Gott. Wir ignorieren das einfach, okay? Nicht passiert. Ist nicht passiert. Müssten da nicht mehr kommen? Na egal, wir laden erstmal ihn ein. Offiziant ist Daniel. Blumenkind ist... Ich glaube, ich muss Daniel das machen lassen. Dasher das machen lassen. Scheiße. Oh, Leute. Wie viel Chaos möchten Sie haben? Ja, ja. Hochzeitsfeierplan. So. Zeremonie. Maurice. Hat das mit... Egal, wir laden sie gleich ein. Das wird schon irgendwie gehen. Das geht nicht. Ringträger, super, geht auch nicht. Absolut hervorragend. Wir sind top vorbereitet, Leute. Blanche. Noelia, Selina. Baby Villarreal. Sebastian auch. Die anderen laden wir gleich so noch ein. Sie sind ja hoffentlich eh da, ne? Sie sind ja hoffentlich sowieso da. Ich hoffe, das... Haben wir jetzt Gäste, oder... Mach das nochmal. Jetzt haben wir Gäste. Alright. Aktivitäten. Wir machen jetzt nicht zu viel, dass wir hier nicht komplett die Krise kriegen, ja? Also, ich finde, wir sollten auf jeden Fall Torte anschneiden. Haben wir eine Torte? Ich hoffe, wir haben eine Torte. Das kriegen wir irgendwie hin. Ehrlicher Kuss finde ich süß. Und Reden halten. Finde ich super. Outfits. Haben wir. Gästekleidung lassen wir. Keine Hochzeitstorte gewählt. Torte für Hochzeitszeremonie wählen. Okay, alles klar, kriegen wir hin. Wir werden nach Tartosa reisen, weil ich möchte das ganz gerne dort machen. Ich hoffe, das klappt. Chateau. Können wir das überhaupt auswählen? Wir können das gar nicht auswählen. Wieso können wir das nicht auswählen? Das ist ja voll schlecht. Wieso kann das Pack sein eigenes Dings nicht auswählen? Ich frage nur so. Das ist ja richtig bescheiden. Das ist ja mal richtig bescheiden. Dann machen wir das in den Gärten des... Dann machen wir es einfach da. Das ist ja toll. Ich verstehe das nicht. Chateau... Wann Hound? Aber hab ich denn... Oder wir heiraten da, wo... Aber das war in Dingens, ne? Ach, Leute, ich bin perfekt vorbereitet. Sie ist absolut perfekt vorbereitet. Ich glaube, ich muss das schon wieder abbrechen, oder? Ich breche das schon wieder ab. Wir machen Folgendes. Wir reisen so nach Tartosa. Oh mein Gott. Da würde ich, glaube ich, ganz gern hin. Oder? Hochzeitsschauplatz. Okay, passt auf. Wir reisen zuerst einmal dahin, weil dann kann ich nämlich... Nee, ist egal. Ihr reist jetzt nur zu zweit. Dann kann ich nämlich dort noch eine Torte kaufen und dann hüpfen wir auf das andere Grundstück. Ich hoffe, dass das irgendwie klappt. Also die Nachbarschaft selber ist ja richtig süß. Ich war da nur einmal mini kurz. Also noch nicht wirklich oft. Ich habe die noch nicht so richtig erkundet, aber die ist, glaube ich, richtig, richtig schön. So, nee, Essen bestellen nicht. Das sind ja hier diese ganzen Geschäfte. Hochzeitstorte kaufen. Machen wir das. Sehr gut. So, wir brauchen etwas Hübsches. Herzförmig. Herzförmig ist süß. Kissen. Maritim. Rund. Sechseckig. Viereckig.
viereckig ist eigentlich. Was nimmt man denn da? Floral. Mit weißen und grünen Rosen. Naked Cake mit goldenen Rosen und Obst. Zweistöckige Runde mit roten und gelben Rosen. Ha. In weiß. In klassisch weiß. Aber die ist dann, da ist ja auch ein bisschen was Rotes. Dann nehmen wir die. Guck mal, wie süß. Auf geht's. Achso, warte, jetzt kann ich ja hier nochmal gucken. Nee, ich schicke die zwei jetzt erstmal hier auf dieses Grundstück. Und dann müsste das ja hoffentlich klappen. Also Leute. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch sagen soll. Ich sage einfach gar nichts mehr. Ich sag wirklich gar nichts mehr, Leute. Ehrlich nicht. Ist ja fürchterlich. Ja, ganz schlimm, das ist ja eine Katastrophe. Immer organisiert wie, ich weiß nicht was. Gar nicht. Null. Nada, niente. So. Können wir jetzt bitte die Hochzeitsfeier planen? Ich hoffe, dass ich jetzt gleich hier dieses Grundstück auswählen kann, sonst raste ich aus, Leute, ne? So, das da hat scheinbar alles nicht funktioniert, aber Gäste. Gäste brauchen wir. Ich lade halt so ein paar Freunde ein, die wir kennen. Rafael Solito bleibt auf jeden Fall weg. So, ich hatte gesagt, wir machen Torte anschneiden, wir machen ehrlicher Kuss und Reden halten. Dann, das ist wunderbar, Hochzeitstorte, keine ausgewählt. Aber wir haben ja eine, So, das ist super. Ich hoffe, jetzt kann ich einfach dieses aktive Grundstück hier wählen. Harry Residenz, Inselklippe, Bravo. Man kann das echt nicht auswählen. Wie dumm ist das bitte? Wie dumm ist das, oder? Das macht doch gar keinen Sinn. Oder spinne ich? Das macht doch echt keinen Sinn, Leute. Ach Gott, okay. Also ich will jetzt hier nicht noch Ewigkeiten irgendwie rumkruscheln. Deswegen machen wir es tatsächlich einfach. Dann machen wir es zu Hause. Ist so. Also ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, warum man zur Hölle die Grundstücke in Tartosa nicht auswählen kann. Vielleicht muss man die nochmal irgendwie anders markieren oder so. Das macht ja wirklich, also das macht ja aus meiner Sicht gar keinen Sinn, ne? Das ist ja kompletter Bullshit. Egal, wir feiern es zu Hause, ist auch okay. Dann sind wenigstens alle da. Wisst ihr? Sind wenigstens alle da. Alrighty. Und es ist einfach eisekalt. Was eine Hochzeit, ich schwöre es euch. So, dann machen wir die jetzt auch schön hier draußen. Und wir machen die auch direkt als allererstes. Und zwar sagen wir jetzt hier, bitte alle hinsetzen. Oh mein Gott, Leute, es tut mir so wahnsinnig leid. Und dann legen wir hier die Ehegelübde vor dem Offizianten ab. Und weißt du, einfach nur Helia auch noch in ihrem Hochzeitskleid. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, Veronika Schätzeken, du hast definitiv das falsche Kleid an. Was eine Chaos-Hochzeit. Es tut mir so leid für euch. Es tut mir so unfassbar leid für euch. Und Noelia, du hast einfach komplett das falsche Outfit an. Das ist einfach komplett falsch, Kind. Ach du Scheiße, das ist viel zu kalt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein, die sterben mir ja sonst hier gleich noch alle, ne? Oh mein Gott. Das gibt nichts. Leute, es tut mir wahnsinnig leid. Ich werde an der Stelle, ich werde abbrechen. Ich breche jetzt einfach ab, weil das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool, das da. Also seid mir jetzt nicht böse. Aber nee, ich kann das so nicht weitermachen. Es ist ein Schneesturm. Die sterben mir alle. Die lassen ihre Outfits nicht an. Ich will die Hochzeit genießen können. Das ist, nein, wir machen das nicht. Mm-mm. Und ich werde jetzt hier nicht eine Stunde mit euch rumeiern, um diese Hochzeit hinzukriegen. Wir splitten das. Das waren jetzt quasi die Hochzeitsvorbereitungen. You're welcome. Ich werde mir angucken, wie das beim nächsten Mal, also wie das funktioniert. Ich breche die jetzt ab. Ich hoffe, dass das für die dann keine, dass das nicht irgendwie negativ ist. Nee, ist es nicht. Dann machen wir das ein anderes Mal. Weil also wir machen es in der nächsten Folge. Verbinden das auch, dass wir die Geburtstage sozusagen nochmal nachfeiern, aber ich habe jetzt keinen Bock, dass mir hier irgendwer erfriert und das ist so, nee, das funktioniert so nicht. Also, ich weiß, ich hätte es vielleicht auch besser vorbereiten können, maybe, I don't know, ich habe halt gedacht, es funktioniert. Ich habe wirklich einfach gedacht, es funktioniert. Tut es nicht. Ich wurde mal wieder eines Besseren belehrt. Also, wir sehen uns hier zum nächsten Part wieder und hoffen, dass wir dann in Tartosa eine schöne Hochzeit mit Dasher und Veronika verbringen können. Und ja, gebt dem Video trotzdem gerne ein Däumchen nach oben und bis zum nächsten Mal. Ciao!